Fühlen Sie sich manchmal auch ausgebrannt vom Arbeiten im Homeoffice? Einige CEOs der Wall Street sagen, dass Homeoffice nicht die langfristige Lösung sein kann. Und sie wollen mehr Leute zurück im Büro haben. Zwei Führungskräfte von Banken sagen, dass die Arbeit von zu Hause aus immer weniger effektiv ist, obwohl sie im ersten Jahr erfolgreich war. Sie äußerten sich am Dienstag mit einem virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums. Ich wette also, dass mehr Leute zurück zur Arbeit kommen werden. Wissen Sie, sie werden flexibel sein und ich denke, wir haben damit auf jeden Fall angefangen. Es ist bemerkenswert, dass es so gut funktioniert, wie es funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es nachhaltig ist. Mary Erdos, Leiterin des Asset und Wealth Managements bei JP Morgan Chase, stimmt damit überein. Wenn Sie heute jemanden fragen, fühlt es sich an, als würde es ausfransen. Es ist schwer. Es braucht jeden Tag viel innere Stärke und Nachhaltigkeit, um sich weiterhin zu konzentrieren, ohne die Energie zu haben, die man bekommt, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Barclays-Chef Jess Daly sagt, dass es schwierig ist, die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten, wenn die Mehrheit der Mitarbeiter aus der Ferne arbeitet. Over time, ich denke, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird, die Kultur und die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, die diese großen Finanzinstitute anstreben und haben sollten, wenn sie mit der Mehrheit aus der Ferne arbeiten. Erdos sagt, dass Führungskräfte glauben, dass ein Teil des anfänglichen Erfolgs der Heimarbeit auf das Adrenalin zurückzuführen sei, weil man sich so schnell anpassen musste. Jetzt ist es aber möglich, dass das KPC-Virus und seine Varianten für eine lange Zeit bestehen bleiben könnten und Unternehmen müssen langfristig denken und herausfinden, wie sie sich anpassen können.